Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Das erste Tomatenvideo, glaube ich, auf meinem Kanal. Und dann gibt es auch eigentlich keinen anderen Ort als den, in dem wir jetzt hier sind. Wir sind im 100 Tomatensorten Gewächshaus vom Sascha von Selfbio und der Gartenoase Köln-West. Ja, Sascha hat eine super tolle Playlist gemacht, mehrere Videos zum Thema Tomaten. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung und schaut natürlich auch gerne auf seinem Kanal vorbei, wenn ihr noch nicht kennt. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe heute einen Special Guest, über den ich mich wirklich sehr, sehr, sehr arg freue. Der steht hinter der Kamera und ja, komm einfach mal ins Bild, würde ich sagen. Hallo Heinrich. Hallo Max. Ein paar von euch kennen ihn schon. Das ist der Heinrich, der Meistergärtner und absoluter Tomatenprofi. Ist die Person, denke ich, mit der ich am längsten sogar vielleicht auf YouTube oder durch YouTube Kontakt habe. Und ich habe immer zuerst gedacht, der Heinrich ist so, also jetzt nicht böse nehmen, so ein alter, schwulliger Rentner, weil er übertrieben viel Ahnung hat und mir immer tolle Fachkommentare geschrieben hat. Hörst du öfters. An der Stelle nochmal Dankeschön. Gerne. Super viel Ahnung. Wir hoffen, dass er demnächst mal seinen YouTube-Kanal aufmacht. Mal gucken. Und bis dahin, ich verlinke euch seinen Instagram-Account unten. Schaut da mal vorbei, folgt ihm. Ihr werdet es nicht bereuen, definitiv. Ja, was ist das heutige Videothema? Das Tomatensorten, die gut schmecken. Ja, unsere Lieblingstomaten hier im Gewächshaus. Heinrich wird mich ein bisschen anleiten oder hat er eigentlich schon gemacht. Und wir stellen euch mal unsere Lieblingstomatensorten vor hier. Nehmen wir fünf, und oder? Wir nehmen fünf, würde ich sagen. Und ja, reden ein bisschen drüber, warum sie gut schmecken. Und du gibst ein paar Fachinfos raus. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, fangen wir direkt an. Also hier haben wir eine rumänische gestreifte. Ist reif, ist auch weich. Ein bisschen blütenendvoll, aber das kann man ja rausschneiden. Ja, nicht wie ich im letzten Video dann einfach wegwerfen. Welche Sorte ist das? Das ist die San Viva, die kennen auch viele Leute, ist relativ neu. Die erste Open-Source-Tomate. Mhm. Also darf das sagt gut nicht patentiert werden. Und alle Sorten, die aus dir hier entstehen, sind dann auch automatisch Open-Source-Sorten. Also das, auf jeden Fall mit. Ja, das setzt sich dann quasi fort über die Generation. Wird auch sehr groß, also hier sind ca. 5 Meter Schnur drauf und die ist schon bis hier abgewickelt. Und wächst immer weiter, also 5, 6, 7 Meter schafft die in der Saison locker. Ja, hier unten sehen wir es nochmal. Da ist schon, oder hier drüben, ja, die fängt ja hier drüben an. Ordentlich abgewickelt. Oh, schau dir mal die Rispen an. Hier haben wir die Sweetie. Wunderschön. Sehr lange Rispen, sehr lecker. Schmeckt ein bisschen wie Tomatensaft, würde ich sagen. Okay, so jetzt mein Favorite. Ja, Katinka. Haben wir ihn? Die Katinka habe ich gestern schon probiert. Super lecker, kommen wir gleich dazu, aber da kommen auch ein paar auf jeden Fall mit. Hier, da unten haben wir ein paar Reife. Dann wow, Katinka. Was für ein kräftiges die ist, Orange. Wenn sie reif ist, orange. Wenn die noch gelb ist, dann ist sie, kann man sie schon essen, aber schmeckt halt auch nicht so gut. Ja, man kommt hier gar nicht aus dem Stöbern raus bei den ganzen Tomatensorten. Jetzt haben wir sie gleich gesammelt und dann geht es an die Verkostung. Blush kann man auch schon so essen, aber wenn sie voll reif ist, bekommt sie, also wird richtig so orange-rot unten zu streifen. Aber schmeckt auch schon gut, wenn sie so ja, halbreif ist. Das ist mein absoluter Favorit hier aus dem ganzen Gewächshaus. Die habe ich nächstes auf jeden Fall im Garten. Dann vertraue ich dir mal. So, da haben wir sie. Und natürlich die Striped Romanian. Ja, rumänische gestreifte oder? Rumänische gestreifte, okay. Ja, hör mal auf mit den Anglizismen. Die deutsche, die englische Variante. Ja, und dann mit welchem fangen wir an? Was sagst du? Nehmen wir die Katinka. Katinka, genau. Mein Favorit. Die orangene. Die orangene. Relativ ertragreich. Relativ ertragreich, hast du gesagt. Hochwachsend und süß. Fruchtig. Würzig, würde ich sagen. Würzig auch, ja. Der Tomateneigengeschmack kommt nicht zu kurz. Und habe ich so schon im Sascha gestern gesagt, also wenn du die nimmst und du gibst den kleinen Kindern, also ich denke mal, kleine Kinder denken auch eher, dass Tomaten rot sind. Mhm. Lässt es einfach essen und sagst gar nichts dazu. Die werden Tomaten lieben, vor allem die Sorte hier. Ja. Und die Schale ist auch nicht zu fest. Die Schale ist auch überhaupt nicht zu fest. Obwohl es ja dies Jahr generell ein bisschen fester ist, was der Marcel auch gesagt hat. Wegen eben der Trockenheit, aber die... Wunderbar. Nehmen wir mal die San Viva. Das ist eine sehr, sehr stark wachsende Sorte. Mhm. Im Freiland wird die jetzt ohne Probleme 2-3 Meter hoch. Okay. Hier, die Schnüre haben ja 5 Meter jeweils an den Haken und die San Viva ist schon komplett abgewickelt und zum Teil schon wieder an die Decke gewachsen. Irre. Also die müsste man jetzt eigentlich verlängern, die Schnur, dann weiter ablassen. Hab dabei auch nicht mit gerechnet. Dann. Nee. Ja, klar. Auf jeden Fall was für Freiland nächstes Jahr. Okay, rein damit. Die ist jetzt ein bisschen unreif. Hätte noch ein, zwei Tage gekonnt, aber... Mhm. Nicht ganz so süß jetzt wie die Katinka, oder schon weniger süß. Ein bisschen mehr Säure. Auch mehr Schale Biss. Ein bisschen härter. Ja. Aber so zum Snacken würde ich es jetzt auch definitiv so essen. Und die sind auch sehr stark an der Pflanze dran, also hier an dem Kelch. Mhm. Die ernten wir am besten mit dem Kelch, sonst reißt man direkt
Ah, schon. Den ganzen Stiel daraus. Reißt man die ganze Rispe ab, okay. So, dann nehmen wir mal die Blush. Die Länge. Die Blush? Lass mal die Blush, deine Lieblingstomate zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss, genau. Und dann nehmen wir mal die Sweetie. Sweetie? Auch eine Cherry-Tomate. Wird auch sehr hoch. Sehr süß. Finde ich schon ein bisschen nach Tomatensaft. Mhm. Mm. Mm. Ja, sehr süß. Also die hatte ich jetzt noch nicht probiert. Schmeckt mir jetzt. Schmeckt mir besser als die Katinka. Mm. Die ist mindestens genauso süß wie die Katinka. Aber wie es er schon sagt, dieser Tomatensaftgeschmack oder dieser, ich sag Klischee-Tomatengeschmack. Aber ja, die ist also. Und ich würde sagen, die Schale ist ein bisschen fester als von der Katinka jetzt. Ja, ein bisschen fester, aber mir persönlich, mir macht es nichts aus. Stefan, falls du das Video siehst, dem Stefan macht es öfters, denke ich mal, was aus, wenn die Schale ein bisschen härter ist. Ich habe damit gar keine Probleme. Dafür sind die Geschmäcker ja verschieden, dass jeder sich seine Sorte raussucht. Genau. Dieser Anbau ist weiter vermehrt. Eben. Also Stefan, keine Sorge, du bist noch akzeptiert bei uns. So, wie machen wir es mit der jetzt? Wie machen wir es jetzt mit der? Haben wir ein Messer hier oder sowas? Nils? Ja, bitte? Hast du ein Messer? Ja. Messer kommt sofort. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Nils. Sehr gerne. Niegelnagelneu. Einfach hier, so ab. Da kann auch noch ein bisschen weiter das Schwarze reingehen. Einfach mal gucken. Genau, was mal. Ja, passt. Ja. Passt auf jeden Fall. Einfach abschneiden und dann das Essen. Für die Leute vielleicht auch draußen, man braucht da keine Angst haben, Blütenendfäule, man bekommt dann bei manchen Sorten, wenn ich es extrem habe, geht es wirklich komplett durch, dann kann man es nur wegschmeißen, aber bei den meisten einfach rausschneiden. Aber man bekommt dann nicht selber Blütenendfäule am Kopf oder sowas. Ja, ist also... Nichts Ansteckendes. Okay, nichts Ansteckendes. Einfach weg. Machen wir es hin? Einfach weg? Okay. Weg. Räumen wir später auf, keine Sorge. So, magst du es nehmen? Ja. Und ich beiß halt rein. Okay, was mir gleich auffällt, die hat wirklich schon sehr, sehr viel Wasser. Ja, aber auch ziemlich viel Fleisch. Bin ich mal gespannt. Die ist auch zum Einkochen gut, weil man hat weniger Kern, würde ich sagen, als bei anderen Sorten viel Fleisch. Eine feste Schale aber, also abbeißen war schwierig. Die ist jetzt, würde ich sagen, vollreif. Ich würde sie nicht mehr länger dranhängen lassen, weil sie dieses grisselige, bisschen mehlige bekommt. Mag ich jetzt nicht so arg, weil ich auch bei vielen Sachen so ein Konsistenzesser bin. Ja. Bis auf jetzt die Tomatenschalen natürlich. Das macht mir nichts aus. Aber so dieses grisselige, das ist immer so ein Totschlagargument eigentlich für mich. Auch bei Wassermelonen ist so ähnlich. Bei vielen Sachen. Man kann ja gleich mal eine Unreife zeigen. Ja. Da sind die Streifen nicht gelb, sondern ja, so grünlich. So grünlich. Ich glaube, die habe ich auch im Garten tatsächlich dieses Jahr. Ich habe gedacht, sie heißt Striped Roman, aber da hat wahrscheinlich wieder jemand von euch unleserlich geschrieben. Gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Gibt es verschiedene, wie wir vorhin gemerkt haben. Die Blush hier, die kann man, heißt ab zu Blush, Blush Tiger oder Blush Artesian Tiger, Artesian Blush Tiger. Ja. Sind halt verschiedene Namen. Ja. Je nach Herkunft. Aber ansonsten Geschmack, was sagst du? Die ist sozusagen gut mit Mozzarella, ein bisschen Basilikum. Mhm. Hat nicht so viel Süße. Mhm. Jetzt die Sweetie oder die Katinka. Vielleicht im Salat kombiniert mit so einer Sweetie oder so einer Katinka. Wie du sagst, ist so ein Salat, dass sie dann komplett zerläuft. Ja, genau. Also das würde ich jetzt zum Salat essen. So, und jetzt zum Ende die beste, die leckerste. Die Blush Tiger. Die Blush Tiger. Und du mal die hier, die ist pfefferreif. Okay. Die können noch ein bisschen. Dankeschön. Und ja, wohl bekommst. Da muss ich mir gleich Saatgut nehmen. So mein absoluter Favorit hier. Von allen Sorten eigentlich. Mit der Murmeltomate noch, aber ist zurzeit keine reif. Ja. Ich bin vorbereitet. Saatgut hier, Gartengemüse-Kiosk. Dankeschön an dich, Jen. Ja, und esse ich jetzt gar nicht weiter auf, weil... Oder was sind die Sachen weg? Ich kann auch, ein bisschen unreif hier. Bisschen besser unreif, von besser von der. Ja, die ist wirklich tipptopp. Die hat so einen ganz besonderen eigenen Tomatengeschmack. Die hat einen besonderen Eigengeschmack einfach. Ja, komm. Und ich finde auch, die macht halt auch vom Aussehen was her, mit diesen roten Streifchen. Natürlich auch die Form generell. Und Schale sehr ist ertragreich, viele Früchte dran, also kann man vorbeilaufen, dann reinschieben. Mhm. Ist jetzt keine so große Tomate, die man jetzt schneiden muss, wie die rumänische gestreifte. Ja.
Und ja, also tipptopp kann man so auf die Hand nehmen und essen. Ich weiß gar nicht, was ich noch besonders sagen soll. Auf jeden Fall auch fruchtig, auch süß. Aber schon mehr Säure als zum Beispiel die Katinka. Einfach tipptopp. Ja, die Süße und die Säure ist halt ausgewogen. Ja, ist ausgewogen, genau. Manche sind zu süß oder zu sauer. Zu sauer. Passt einfach. Ja, aber die hier wirklich, ja, kann ich absolut weiterempfehlen. Hier, Heinrichs Choice. Klebrige Finger. Ja, klebrige Finger. Die gehen wir jetzt mal waschen. Wir gehen auch mal wieder zu einem anderen. Der Sascha hat auch ein tolles Video gedreht, ein größeres mit vielen anderen Garten-YouTubern, wo wir 12 Sorten getestet haben hier aus dem 100-Sorten-Gewächshaus. Wenn das Video schon draußen ist, wenn dieses Video online ist, ist es auch unten verlinkt. Wenn nicht, wird es später hier oben in der Infokarte verlinkt oder ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Ansonsten, ja, Heinrich, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden jetzt noch ein bisschen fachsimpeln und ein bisschen quatschen, denke ich. Gehen Sie noch ein paar Chilis? Hinten sind noch ein paar Chilis. Ne, da bin ich schon durch. Das Thema ist schon durch. Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt noch was geschmeckt habe bei den Tomatenverkostungen. Ja, und ansonsten gerne Däumchen nach oben da lassen, wenn das Video euch gefallen hat. Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn noch Fragen sind, einfach in die Kommentare unter das Video. Ich lese sie auch. Werde versuchen, sie zu beantworten. Ja, du schaust ja immer auch mal ein bisschen bei den Kanälen und Kommentaren rein. Finde ich auch tipptopp. Aber wie gesagt, mach mal einen Kanal. Ja, schreibt mal einfach hier in die Kommentare. Heinrich, mach einen Kanal. Hashtag Heinrich, mach einen Kanal. Ja, würde ich mich doch wirklich, wirklich sehr freuen. Mal gucken mit der Zeit. Okay. Ja, du hast deinen eigenen Kopf. Ansonsten Instagram hier nochmal abchecken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Super toll. Hier gibt es absolute Fachinfos und auch super Sortenempfehlungen. Wenn ich irgendeine Frage habe zu einem Fachthema, wirklich, schreibe ich ihm WhatsApp. In 5 Minuten habe ich die Antwort. Heinrich, an der Stelle nochmal Dankeschön. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und in dem Sinn wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Ja, ich bin hier noch bei der Saatgutentnahme. Die ist wirklich so lecker. Die hier, muss man einfach aufessen. Gerade habe ich hier hinten gehört, die Schönhagener Früh, die ist biederlich. Also falls ihr die im Garten habt, könnt ihr auch mal gerne Feedback schreiben, ob die bei euch besser schmeckt. Und ansonsten, ja, wär's das eigentlich. Da sind Videos, da ist ein Abo-Button. Gerne reinschauen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.